Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Sie gekommen sind zwar mitten in der Nacht. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wink! Mit welchen Kräften, mein Führer? Rückwärts! Jetzt geht es um Leben und Tod. Gibt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Wir haben entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu schärfen. Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Eva, du musst den Führer verlassen. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Überleg's dir, ich rufe ihn an. Jodl. Es bleiben im Raum. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wir sind Soldaten. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet.